Damit sind wir natürlich am ganz interessanten Punkt. Sie sind ja jemand, der also den Menschen beibringt, wie Sprache richtig funktioniert. Aber Sprache ist doch was Lebendes. Sprache entwickelt sich doch weiter. Woher wissen Sie denn immer genau, wo wir uns gerade befinden in der Weiterentwicklung der Sprache? Ich weiß das deswegen sehr genau, weil ich ja 10 bis 15 Mal im Jahr, einerseits mit Journalistenschülern im Durchschnitt 25 und andererseits mit Öffentlichkeitsarbeitern, Werbetextern, Pressesprechern im Durchschnitt 35 zusammenkomme und deren Texte vorher hunderte von Seiten lang gelesen habe, obendrein täglich mehrere Zeitungen lese. Also was in der Sprache wirklich stattfindet, da, zumal in der jungen Generation, davon habe ich eine sehr gute Ahnung. Nur nicht alles, was stattfindet, muss ich auch gut finden. Dass die Sprache sich entwickelt, ist sowieso eine etwas kühne Behauptung. Die Sprache wird entwickelt. Bedenken Sie, dass wir ohne Alice Schwarzer noch heute sagen dürften, die Bürger und nicht die Bürgerinnen und Bürger. Sie hat allein mit einer kleinen Clique von Feministinnen durchgesetzt, dass alle deutschen Beamten, Gewerkschafter und Betriebsräte und viele Journalisten glauben, man müsste nun andauernd von Einwohnerinnen und Einwohnern sprechen. Ich finde das lächerlich, habe dem öffentlich den Krieg erklärt, aber so viel kann eine einzelne Person in der Sprache ausrichten. Ganz schönes Macho-Verhalten, was Sie da jetzt an Tag legen. Davon kann gar keine Rede sein, denn die Behauptung, das natürliche Geschlecht habe mit dem grammatischen Geschlecht irgendetwas zu tun, ist Unsinn vom ersten Augenblick an. Warum heißt es denn das Weib? Die Frau kommt ja sehr spät in der Sprache es vor. Es heißt das Weib, weil sie sächlich ist. Ha, ha, ha. Warum heißt es denn die Schlange, der Löwe, das Pferd? Weil sie drei verschiedene Geschlechter haben? Nein, sie haben alle dieselben zwei. Also zwischen dem grammatischen Geschlecht und dem natürlichen Geschlecht besteht überhaupt kein Zusammenhang. Alice Schwarzer weiß es entweder nicht oder sie sagt wissentlich das Falsche. Aber es hat sicherlich auch was damit zu tun, dass die Frauen in unserer Gesellschaft eine andere Stellung einnehmen sollen. Und das ist wahrscheinlich der Hauptgedanke, der sie getrieben hat. Und sie hat sich da ja auch wirklich, sie hat den Frauen da ja auch wirklich geholfen in den letzten Jahrzehnten. Aber nicht dadurch, dass sie die deutsche Sprache verkompliziert und größtenteils verhunzt hat. Wie heißt die Stellenbeschreibung für den Intendanten des NDR? Der Intendant bzw. die Intendantin ernennt seinen Stellvertreter bzw. seine Stellvertreterin bzw. ihren Stellvertreter bzw. ihre Stellvertreterin. Das ist der schiere Quatsch. Das ist zum Davonlaufen und zum Kotzen. Also was man ja an Ihnen wirklich schätzen muss, ist, dass Sie einen Standpunkt haben. Ja? Also es gibt ja immer wieder Leute, die, und das erlebt man ja mehr und mehr, die sich also rumwinden und versuchen, es allen recht zu machen. Das finde ich, aber ich habe auch das Gefühl, das hat was mit Ihrer Generation zu tun. Wer 1925 geboren ist, der hat einen Standpunkt. Ich kann das nicht ausschließen, aber es wäre eine traurige Nachricht. Ja? Nein, ich kenne also unter den 25-Jährigen, mit denen ich es ja oft im Jahr zu tun habe, kenne ich genauso viele Standpunkte. Ich glaube nicht, dass es da eine Entwicklung insofern zum Schlechteren gibt. Also, denn das, was Sie eben über Alice Schwarzer gesagt haben, ja, das ist sicherlich aus dem Blickpunkt, aus dem Sie es sehen, was Sprache betrifft, vielleicht zu rechtfertigen. Aber wenn Sie es im Ganzen sehen und sich mal überlegen, wie Politiker sich plötzlich, also das alles, was Sie jetzt gerade als Verkomplizierung beschreiben, womit Sie natürlich recht haben, angeeignet haben und damit an Frauen denken, was sie vorher nie getan haben, dann ist das ein riesiger Schritt. Ah, ja. Okay, hier sind wir natürliche Gegner. Wenn Zeit wäre, könnten wir gerne jetzt 10 Minuten darüber streiten. Im Übrigen hat das, glaube ich, nichts mit meiner Generation zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, dass ich mich jetzt nach 50 Jahren des Angestellten-Daseins vollkommen frei fühle, auch unbequeme Meinungen zu äußern. Als angestellter Redakteur hätte ich den Frontalangriff auf den feministischen Sprachunfug nicht zu starten gewagt. Jetzt kann mir keiner mehr an den Karren fahren. Das ist mir egal. Ich frage in sämtlichen Seminaren, ja, also 10, 12 Mal im Jahr, wer ist denn eigentlich dieser Meinung, dass wir Einwohnerinnen und Einwohner schreiben müssen? Schreibt ja auch Einwohnerinnen und Einwohner Meldeamt hoffentlich. Ja? Es sind entweder alle meiner Meinung, oder es erheben sich mal ein oder zwei Damen und widersprechen mir. Das heißt, ich vertrete eine klare... Da muss man sich ja schon ziemlich sicher sein, dass man dann gute Argumente hat. Ich vertrete eine klare Mehrheitsmeinung und eine klare Meinung unter Leuten, die Journalisten, Mehrheitsmeinung unter Journalisten oder solchen, die es werden wollen. Sie fügen sich einem Druck. Man darf es eben nicht mehr in vielen Redaktionen und als Betriebsrat schon gar nicht. Das ist ganz nett, weil was Sie